Na du? Du wolltest schon immer mal wissen, was denn eigentlich der Unterschied zwischen this und that und these und those ist? Okay, wahrscheinlich ist es eher eine Prüfung oder eine Klassenarbeit, die dich neugierig macht. Wie dem auch sei, in diesem Video erfährst du in 3 Minuten, wann genau du jetzt this oder that bzw. these oder those verwenden musst. Bist du bereit? Okay, dann geht es los. Zunächst eine kleine Info der Vollständigkeit halber für die Grammatikfreaks. Das Phänomen this und that bzw. these und those heißt Demonstrativpronomen. Was genau also sind jetzt die Regeln für die Verwendung dieser Demonstrativpronomen? Ganz einfach, this und these beziehen sich auf etwas, das in deiner Nähe ist. Wenn du zum Beispiel sagst, this pen, beziehst du dich auf einen Stift, den du in der Hand hältst oder der direkt vor dir auf dem Schreibtisch liegt. Natürlich willst du nicht nur über Dinge in der Einzahl reden, sondern auch in der Mehrzahl. Dann kommt immer these zum Einsatz. Als Daumenregel kannst du dir merken, dass du immer dann this und these verwendest, wenn du here im Gedanken hinzufügen kannst. Zum Beispiel: This pencil here is red. These shoes here are very comfortable. That and those verwendest du, wenn du dich auf etwas beziehst, das sich zu dir in einer räumlichen Distanz befindet. Auch hier gibt es eine Pfadfinderregel. Wenn du mental over there hinzufügen kannst, dann kommt that bzw. those zum Einsatz. Zum Beispiel: That man over there, those people over there. Der Unterschied von this und that bzw. these und those ist aber nicht nur in einem räumlichen Kontext relevant. Auch kannst du eine zeitliche Nähe bzw. Distanz durch die Verwendung des entsprechenden Demonstrativpronomens ausdrücken. Wenn du dich auf zeitnahe aktuelle Ereignisse beziehst, verwendest du this und these. This morning bedeutet heute Morgen. Ein typisch deutscher Fehler wäre übrigens in diesem Zusammenhang today morning zu sagen. These days bedeutet heutzutage. Zum Beispiel: This morning I couldn't get out of bed. These days things are getting more and more expensive. Wenn du Englisch in der freien Wildbahn, also außerhalb des Klassenzimmers, sprichst, musst du bei der Verwendung des Demonstrativpronomens besonders aufpassen. Verwendest du that und those in Bezug auf Dinge oder Personen, kannst du dadurch nicht nur eine räumliche Distanziertheit zum Ausdruck bringen, sondern auch eine emotionale. Wenn du zum Beispiel sagst that man oder those people, könnte das unter Umständen als Geringschätzung oder Verachtung interpretiert werden. Boah, das war jetzt mal wieder heftig. Jetzt hast du dir echt eine Pause verdient. Leg dich ein wenig in die Sonne oder zieh dir einen Schokoriegel rein. Leider kann ich dich aber noch nicht gehen lassen. Drücke im Anschluss Pause und mache auch noch die Übungen. So, das war's jetzt mal wieder von mir. Wenn dir das Video etwas gebracht hat, Daumen hoch und abonnieren. Ansonsten bleib einfach so cool, wie du bist.